Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum LS17 Let's Play hier auf der Windelbach mit mir, dem Chris LP. Yo, wir stehen hier am Händler und ja, ich bin ein bisschen in die Kommentare reingegangen, habe mir die mal durchgelesen, habe so ein bisschen geschaut, ja, was ist da drin gestanden. Einige positive Kommentare. Hab mich sehr gefreut, dass euch die Let's Plays gefallen. Und ja, aber auch, ich habe ein bisschen geschaut. Dann habe ich gesehen, ja, für das Bindelbach-Projekt, du brauchst einen Standardanhänger für den Trigger, damit man das Lager entleeren kann, sozusagen, dass man das vom Lager das Getreide rausnehmen kann. Und ja, wie ihr seht, ich habe den Anhänger gewechselt, ich habe den Grampe-Anhänger verkauft, ich habe mir den Josken-Anhänger gekauft, denn ich dachte mir, ja, das bringt eigentlich nichts, wenn wir... Ja, wenn wir das Lager nicht leer machen können und nicht verkaufen können. Und ja, somit ist unsere erste Aufgabe, mit diesem Josken das Lager leer zu machen. Also die Sojabohnen, den Raps, die Sonnenblumen zu verkaufen und beim Güterbahn auf die Projekt zu schicken, dass wir Kohle bekommen. Unsere Tiere. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ich habe auf der Karte ein bisschen rumgebastelt. Ihr seht jetzt bei der Reifeisen oben bei Feld 32, 45, erst ganz oben im Norden, habe ich einen Milchverkauf eingefügt. Das heißt, den kann man platzierbar einfügen. Ja, es ist eigentlich so, das Ganze schon, man kann den platzierbar einfügen. Wenn ich jetzt mal Mod habe zum Runterladen, die fahren dann selber sozusagen weg auf, wenn wir Mühe haben. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ja, ich nehme auf mit einem neuen PC, falls ihr es nicht gesehen habt, die Qualität ist hier besser geworden. Ich nehme jetzt in 1080p auf und ja, mit 60 FPS natürlich, denn ich habe einen neuen PC, wie jetzt gerade schon gesagt, mit einer 1070 GTX drin. Da läuft das Ganze wieder schon besser. Ich kann jetzt LS17 auf voll spielen und es kann sein, dass jetzt ab und zu laggt, aber das liegt dann daran, dass mein PC noch was updated und tüdelt macht. Tüdelei tut. Aber bislang läuft das Ganze sehr flüssig, auf hoch und ja, was hat mein PC sonst noch so an neuen Sachen verbaut, sage ich mal. 16 GB RAM Arbeitsspeicher hat er. Das ist schon mal einiges. Dann 2 TB Festplatte habe ich wieder drinnen. Im alten PC, damit kam ich recht gut zurecht und da baust du dir wieder so eine rein, hat alles gepasst. Ja, was habe ich sonst noch? Windows 10 habe ich jetzt als Betriebssystem, nicht Windows 7 wie im alten PC. Die Bildschirme habe ich gleich behalten, die Tastaturen habe ich auch behalten. Das ist eigentlich, glaube ich, so das ganze Neue. i7 habe ich drin als Prozessor. Das noch nicht erwähnt war, aber das war ja beim alten PC auch schon drin. Und ja, beim alten PC hatte ich eine Arbeitsspeicher von 8 GB, deswegen habe ich sozusagen erhöht. Auf jeden Fall, es läuft viel besser jetzt mit dem neuen PC. Man kann vernünftig spielen, man kann vernünftig LS zocken. Ja, man kann auch vernünftig die anderen Spiele zocken, die ich jetzt zocken möchte oder spielen möchte. Ich möchte Formel 1 mal wieder spielen, vernünftig Black. Ich möchte streamen hier mal ein bisschen. Was möchte ich sonst noch machen? Ich möchte Fallout 4 wieder installieren, das vielleicht wieder spielen. Easy, die ganzen Spiele einfach so ein bisschen Armor 3 vielleicht. Und ja, einfach so ein bisschen Multi-Multi mit dem PC geht jetzt einiges. Und ja, die einigen Flexwamps sind auch sichtbar im Video. Dann kommt vom PC her, da legt glaube ich wieder nur noch ein paar Updates runter. Ich habe den PC auch noch nicht komplett umgestellt vom alten auf den neuen. Ja, wie eigentlich hinterhergekommen. Also, das dauert alles. Ich habe jetzt erstmal LS, ein paar Bearbeitungsprogramme, Virenprogramm drauf und so. Das ganze Standardgedöns. Dann verkaufen wir mal. Den Zyklus
schicken, aber das werden wir alles in einem machen. Jo, Spuders, wir haben 13.000 bekommen, 44.400, genau. Ja, wir müssen noch was machen, mir fällt gerade was ein. Wir müssen unseren Flüger hier mal einsetzen. Unser Meisterflüger. Das, okay. Und ja, er tut Flügen hier. Dann können wir nämlich die nächste Ladung holen schon. Dann holen wir die nächste Ladung. So, ja, Abgleich vom Händler. Nicht vom Händler, vom Hof. Die können wir dann auch hier verkaufen. Haben wir noch die Sonnenblumen verkaufen. Aber das Ganze schon. Ja, was möchte ich mit dem ganzen Geld machen? Denn wir haben jetzt noch einiges an Geld. Ich möchte mir, glaube ich, ein paar Schafe zulegen. Wir werden in den nächsten Platz mähen. Wir werden natürlich aber auch den Drescher fahren lassen. Da müssen wir dann auch natürlich, was da Sache ist. Keiner. Schnell drüber flitzen, bevor der nächste Fahrer kommt schon. Ja, mähen. Bäume. Bäume vielleicht machen. Vielleicht auch Grasil machen. Ich weiß es nicht. Machen wir gleich Silage oder wir werden mal Mais häckseln, weil hier sind ja überall Maisfelder. Die könnte man nochmal Mais machen. Tiere kaufen werden wir auf jeden Fall. Da muss ich auf jeden Fall noch beim Tierhändler vorbeigucken. Mir ein Angebot machen. Wir haben noch einiges an Tier hier. Fahren ein bisschen anders zurück. Fahr jetzt oben rum zurück. Ich gucke jetzt oben beim Flüger vorbei, was der so. Was der so tut. Hoffe, der pflügt jetzt, nicht, dass der nicht da oben pflügt. Muss aber, dass der für sein Geld auch was tut. Was brauchst du mal? Wo ist er denn? Ah, da pflügt er mit unserem Fan. Das schaut schon ganz gut aus. Wir Gas geben schon. Immer Stoff hier. Können wir das Vorgewende noch machen und dann schaut das Ganze doch schon gut aus. Dann können wir pflügen, genau, den Drescher müssen wir dann gleich noch räumen oder im nächsten Part, besser gesagt. Ja, aber ich dachte mir, wir nehmen gleich noch im ersten Part mit neuen PC auf. Ja, es wird vielleicht auch noch ein anderes Let's Play geben, entweder mit Noten für Vorschläge, ja, kann sein, kann. Sein, dass da was kommt und ich habe mir noch gedacht, ja, ich habe noch eine schöne Map von der Beta Map, möchte ich auf jeden Fall anzocken mal. Da habe ich mir auch schon Spielstand fertig gemacht, auch mit dem alten PC, da hatte ich dann ungefähr 30 FPS, also das seht ihr, die Map braucht einiges an. Ups, PC. Und ja, die möchte ich auf jeden Fall zocken. Die ist richtig geil, grafikmäßig schon. Boah. Monströs aus einfach. Und die heißt Vielle France. Gibt's im Mod-Hub zum Runterladen. Ist ein Beta-Status. Kann man sich auf jeden Fall runterladen. Schaut ganz genial aus. Und die möchte ich auf jeden Fall zocken. So. Sonnenblumen gehen auch dahin. Und dann geht noch die Sojabohnen dahin. Ja, das lassen wir mal so. Ja, ein zweiter Anhänger wäre schön gewesen. Vielleicht ein paar Drehschienen auch geil gewesen, wenn man die mit dran anhängt. Aber da fahren wir mal los. Ich bin gerade so ein bisschen überlegt, welche Tiere wir uns holen. Wiesen, Graswiesen haben ja einiges. Ich denke, wir werden uns mal eine große Schafherde zulegen. Die Schafe sind. Schafe sind weiß, sind dann. Ah, da oben sind die. Okay. Bei unserem Auto sind die. Okay. Dann müssen wir da oben was mähen, denke ich, dass wir nicht so weite Wege haben. Wir brauchen ja nur Grasballen.
drauf machen, mit ein paar Glasballen sozusagen. Die Ballen, glaube ich, habe ich auch. Muss ich mit reinnehmen. Ja, Ballenwagen. Muss ich noch gucken. Da wird sich auch einer lassen. Aber ich denke mal, wir werden die Ballen strappeln dann mit dem IHC. Der hat ja einen Frontlader dran. Den werden wir. Ah, ich denke mal mit dem Fendt. Weiß der Fendt noch nicht fertig ist. Ist halt die Sache noch, welche Mähwerke wir uns holen. Denn vielleicht könnte man auch mit dem ML-Truck gehen. Dann könnte man sich vielleicht ein großes Spitalex-Mähwerk holen. Das ist da. Wäre ja was. Oder ne, besser ist er von Lely. Da ist er ja nicht drin. Dann können wir so noch einen Mitfäller und das ist ja schon drin, aber ich möchte kein Pellinger jetzt verwenden, weil ich fahre dann lieber doch mit Lely. Auch wenn es ein bisschen mehr kostet. So, 15.000 haben wir bekommen, dann sind wir bei fast 60.000. Schaut schon mal ganz nett aus. Wenn die Sojabohnen noch verkaufen, dann sind wir auch schon um 80.000, denke ich. Schaut schon mal ganz gut aus. Haben wir die letzte Ladung, dann können wir im nächsten Part einkaufen gehen. Oder vorgewendet fliegen, ich weiß es noch nicht, je nachdem wie weit der ist. Ja, auf jeden Fall muss ich gucken, wie nächste Woche die Folgen rauskommen. Ich muss noch nicht sagen, dass jeden Tag Videos kommen. Muss ich schauen, wie ich kurz mal aufnehmen kann. Streams muss ich noch aufnehmen. Wo ich dann noch eine Folge habe, zwei Folgen zu erreichen. Bei dem Projekt habe ich gar keine mehr. Jetzt die vierte Folge, wo ich aufnehme.
die Folge wird ein bisschen länger. Ich möchte jetzt noch bis zusammen mit euch abkippen fahren. Das möchte ich auf jeden Fall mit euch machen. Ich mag jetzt nicht mehr hoch. Grüß dich, Kollege. Fahren. Geil. Und dann im Glas Häcksler oder mit das glaube ich auch schon auf dem Mod habe, den habe ich momentan. Schauen wir die an. 10.000. Ja. Wie? Passt. 20.000 brauchen. Ja, auf jeden Fall, das war's zu dieser Runde. Allison sind hier auf der Mittelbach mit einem neuen PC an Bord. Ab dem Ziel zu tun, immer noch. Jeden Part schon gesagt. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis Leute, liken, abonnieren. Hier nicht vergessen.